Freunde, liebe Mitbürger, liebe Zeitgenossen, Deutschland geht den falschen Weg. Deutschland entscheidet sich falsch. Wir wollen uns heute um die zweite existenzielle Frage kümmern, die Deutschland zu beantworten hat. Wie heißt die Frage? Die Frage heißt: Welches Europa wollen wir eigentlich? Die europäischen Verträge haben ihre bindende Wirkung verloren. Der Vertrag über die Währungsunion ist über die Jahre hin gebrochen und in sein Gegenteil verkehrt worden. Europa hat damit ein ganz anderes Gesicht bekommen. Es ist dies eine Revolution von oben nach unten, nirgendwo durch den Volkswillen legitimiert. Es ist tatsächlich auch ein Bruch unserer westlichen Rechtskultur. Auf Verträge muss keine Rücksicht mehr genommen werden. Das ist die entscheidende Lehre. Die neue Haftungs- und Transfergemeinschaft der EU erweist sich so als eine Zwangsgemeinschaft. Während die einen auf Transfers hoffen und rechnen dürfen, können die anderen kaum noch die Vorteile aus einem soliden Wirtschaften für sich ziehen. In einer Transferunion haben nicht die Gläubiger die Schuldner, sondern die Schuldner die Gläubiger in der Hand. Zu den hartnäckigsten Illusionen der deutschen Politik gehört die Vorstellung, die Umstände würden zu einer Vertiefung der Integration und damit letztlich zur Gründung eines Bundesstaates Europa zwingen. Es gibt aber gar keine Bereitschaft der Bürger in den europäischen Nationen zu einem solchen Bundesstaat. Schon die von Deutschland halbherzig angemahnte Sparpolitik und die vollkommen irrationale Zuwanderungsbarmherzigkeit der Bundesregierung sprengen den Zusammenhalt in Europa. Ja, es wird sogar wieder das deutsche Gespenst an die Wand gemalt. Eine deutsche Hegemonie über Europa drohe. Der Ruf nach einer gemeinsamen Wirtschaftsregierung, die die Entwicklung hin zu einer bundesstaatlichen Verfassung einleiten und befördern soll, offenbart aber bei genauerem Hinhören, dass er gegen die vermeintliche deutsche Dominanz und für ein ganz, ganz anderes Wirtschaftsregime gedacht ist. Nicht Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch staatliche Sparsamkeit, sondern im Gegenteil, neue, groß angelegte europäische Ausgabenprogramme zur Konjunkturförderung sind gemeint. In Wirklichkeit sind es also genau die abgestandenen Wirtschaftskonzepte der 70er Jahre, die namentlich von Frankreich herbeigesehnt werden, die die Instrumente der Wirtschaftsregierung bilden sollen und eigentlich der Limitierung der Wirtschaftsentwicklung, der deutschen Wirtschaftsentwicklung dienen sollen. Beschäftigungspolitik, Strukturförderung, Subventionen und Kapitalflutung durch Defizitspending. Riesengroße Geldmengenaufblähung der Europäischen Zentralbank. Also ausschließlich Instrumente der Strukturkonservierung, der Abschottung nach außen, der Kompensation für Handelsbilanzungleichheiten im Inneren. So ganz nach dem Motto, wenn die deutschen Exporte in den Euroraum schon nicht eingedämmt werden können, dann muss der wohlhabende deutsche Fiskus, der deutsche Staat, eben abgeschöpft werden. Doch die massive Subvention nicht wettbewerbsfähiger Volkswirtschaften rettet den Wirtschaftsraum nicht. Sie schwächt ihn. Auf diese Weise wird die Restrukturierung der europäischen Wirtschaft verzögert. Stattdessen wird eine umfassende europäische Sozialstaatsillusion erzeugt, die gänzlich unfinanzierbar und politisch verhängnisvoll wäre. Die Wirklichkeit der neuen Transferunion mit Wirtschaftsregierung wird so zur administrierten Gleichmacherei. Mit seinem unseligen Geist, der besitzstandswahrend,
bürokratiefördernd und wettbewerbsfeindlich ist. Deutschland ist zu schwach, um ein so verfasstes Europa von innen heraus von diesem unheilvollen Weg abzubringen. Es ist zu schwach und politisch zu schwach, weil es gegen die übergroße Mehrheit in der EU nicht ankommt, und wirtschaftlich ist es zu schwach, weil es die gigantischen Leistungen dieser Vorgehensweise nicht stemmen kann. Je länger wir das versuchen, desto nachhaltiger und dauerhafter schädigen wir die eigene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Die Frage also, welche Gestalt Europa nach dem vorauszusehenden Scheitern von Währungsunion und genau dieser Konzeption der EU annimmt, ist daher längst beantwortet. Deutschland täte gut daran, sich rechtzeitig auf die Suche nach einer zukunftsfähigeren und auch besseren Antwort zu machen. Und diese bessere Antwort finden wir in den vorzutragenden Forderungen der Alternative für Deutschland. Beim nächsten Mal wollen wir uns die dritte der 8 existenziellen Fragen, die Deutschland zu beantworten hat, stellen. Die Frage lautet: Welche Stabilitätskultur des Geldes wollen wir haben? Doch für heute soll es damit sein Bewenden haben. Auch morgen ist ein neuer Tag. Und bald, meine lieben Zuschauer, wird eine neue, eine alternative Politik durch uns ermöglicht werden. Gute Nacht, Deutschland!